wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, gestern das Video hat euch gefallen. Also ich habe viel erzählt, im Prinzip über Freundschaft oder was es heißt, beim Reisen neue Leute kennenzulernen. Heute habe ich mir mal überlegt, okay, wieso fange ich nicht einfach mal an, wieso ich gestern damit angefangen habe. Und zwar ist es so, dass ich ja momentan hier arbeite auf dem Apfelfeld. Also wir machen so einen Plan, egal, habe ich schon mal erklärt. Und es ist einfach so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich arbeite von 6.30 Uhr bzw. jetzt 7 Uhr morgens bis um 4.30 Uhr, ab jetzt 5 Uhr abends, also 9,5 Stunden jeden Tag arbeite ich bis um 5 Uhr, dann bereite ich Mittagessen für den nächsten Tag vor, das ist eine weitere Stunde, also bis um 6 Uhr, wir müssen noch zurückfahren und so weiter, 6 Uhr. Lass es mal 6 sein. Dann müssen wir noch unser Abendessen machen. Es ist 6:30. Bis wir dann gegessen haben, ist es 7. Das heißt, ab 7 Uhr habe ich Zeit zu tun, was ich will. Von 7 bis um 9. Weil um 9 oder um 9:30 gehe ich spätestens ins Bett. In diesen 2 Stunden kann ich im Prinzip rein theoretisch machen, was ich will. Aber in der Zeit muss ich auch noch duschen und so weiter und so fort. Also ist diese Zeit auch schon wieder limitiert. Am Ende vom Tag habe ich vielleicht eine Stunde, die ich effektiv nutzen kann, um irgendwas zu machen. Und in dieser Stunde macht man meistens nichts. Weil es einfach, also selbst wenn man was macht, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ich kann jetzt 5 Minuten Video hiermit füllen oder sonstiges. Deshalb wird ab jetzt ein bisschen mehr so Videos kommen wie gestern. Wenn wir natürlich tolle Sachen erleben an einem Tag, wird es einen ganz normalen Vlog geben. Und sobald ich hier aufhöre mit Arbeiten, wird es auch wieder wird es wieder ganz, ganz normale Vlogs geben. Aber bis dahin wird es jetzt ab und zu mal so ein bisschen was, wo einfach nur mein Gesicht und sonstige Sachen, wo ich einfach meine Erfahrungen erzähle. Vom Work and Travel momentan aus Neuseeland, was jetzt so meine Erfahrungen sind, was ich bis jetzt erlebt habe, was ist mit dem Auto, wie ich das empfinde mit dem Reisen. So Sachen, also ganz normale Sachen, was ich koche zum Beispiel, ist ja vielleicht auch ganz interessant, ab und zu mal zu sehen, oder dass ich einfach mal, ja, irgendwas mache mit Kochen, ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache, oder wie ich einfach lebe auch, so Standardsachen einfach mal zu zeigen, die für mich jetzt normal sind, naja, so, das war jetzt einfach mal so kurz, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ich habe mir zwar davor natürlich Gedanken drüber gemacht, was ich so grob sagen will, aber ja, das ist jetzt mal so meine Vorausschau für die nächsten 6 Wochen wahrscheinlich. Mal sehen. So, das, was ich so erlebe. Gut, ich denke mal, das war's von mir für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Man trifft Leute, verbringt mit denen Zeit, vielleicht eine Woche. Man trifft sie irgendwo wieder oder auch nicht. Also, ich habe jetzt Leute wieder getroffen, die haben mit mir im Prinzip...